Damit kommen wir zu unserem ersten Gast, Herrn Kaiser, der uns gleich zum Datenschutz aus meiner Heimat Hessen referieren wird. Und dazu wird auch unser Kollege Oliver Hornung, IT-Partner aus unserem Frankfurter Standort, hier hinzukommen. Und Matthias und ich werden erstmal das Bild verlassen. Wir kommen aber später wieder. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Yvonne. Vielen Dank, Matthias. Ja, auch wir müssen die Corona-Regeln einhalten und dürfen immer nur zu dritt am Tisch sitzen. Es wird jetzt kurz hier desinfiziert und da kommen auch schon die ersten Gäste. Herr Kaiser ist Referatsleiter beim Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit seit 2012 und unser Partner Oliver Hornung aus dem Frankfurter Büro, Anwalt für IT und Datenschutz. Herzlich willkommen. Wie war die Anreise? Ja, Kaiser, da hatten wir gestern eine sehr bequeme Anreise im ICE, halb leer, trotz Berufsverkehrszeit. Man sieht, dass noch nicht alle Leute die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und es war sehr angenehm. Wir haben uns über aktuelle datenschutzrechtliche Themen unterhalten können und ich glaube, wir haben jetzt einen super interessanten Werkstattbericht. Herr Kaiser ist seit vielen Jahren schon mit bei unseren Veranstaltungen dabei, hat immer begeistert über aktuelle Themen der Datenschutzaufsicht erzählt. Wir freuen uns heute, Herr Kaiser, dass Sie auch mit uns hier vor Ort sind, ja, im Livestream sind. Das ist wirklich eine Besonderheit und da freuen wir uns außerordentlich. Ich habe mir die Folien schon mal angucken können, meine Damen und Herren. Herr Kaiser ist Referatsleiter beim Hessischen Datenschutzbeauftragten, insbesondere für Banken, Finanzdienstleister, Handel und Industrie. Das sind die wichtigsten Industrien, die wir im Rhein-Main-Gebiet haben. Da gibt es viele Anfragen. Wir haben in unserem Teilnehmerkreis heute auch, glaube ich, sehr viele Konzerndatenschutzbeauftragte und Datenschutzbeauftragte aus Banken, Finanzdienstleister. Deswegen, Herr Kaiser, gebe ich sofort an Sie weiter. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie hier dabei sind und einen tollen Vortrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und finde das toll, dass SKW Schwarz hier so ein super Event mit virtuellen Vorträgen gestaltet und sich die Zeit nimmt, das alles vorzubereiten. Das kostet viel Zeit und Geld und ist für Sie, glaube ich, eine ganz tolle Möglichkeit, sich über aktuelle Themen des Datenschutzes zu informieren. Danke auch für die Blumen. Ich weiß immer gar nicht, ob ich die so verdient habe, weil wenn ich hier sowas erzähle, dann frage ich mich immer, wissen Sie das nicht alles schon? Mir kommt das vor, wenn ich so einen Vortrag gestalte, immer so ein bisschen wie das Einkaufen von Weihnachtsgeschenken für Leute, die schon alles haben, weil ich davon ausgehe, dass sie sich sowieso den ganzen Tag mit Datenschutzthemen beschäftigen. Da frage ich mich immer, was kann ich da von der Aufsicht noch großartig dazu beitragen? Deswegen erzähle ich Ihnen als erstes ein bisschen was über die aktuelle Situation in unserer Behörde, weil da können Sie normalerweise nicht so reinschauen. Erzähle Ihnen was über die aktuelle Entwicklung der Rechtsprechung, das kennen Sie mit Sicherheit schon. Und werde Ihnen dann Werkstattbericht geben. Das sind aktuelle Themenschwerpunkte, die im Moment diskutiert werden unter den Aufsichtsbehörden oder bei uns in der Behörde. Und ein paar typische Beschwerdefälle, so wie ich gehört habe, werden einige dabei sein, die den einen oder anderen Beschwerdefall durchaus, den der durchaus bekannt vorkommen könnte. Zum Schluss erzähle ich Ihnen ein bisschen was zu Strategien im Umgang mit der Aufsichtsbehörde, weil wir immer wieder erleben, dass da die abenteuerlichsten Strategien gefahren werden. Und da sind, muss ich offen gestehen, nicht alle erfolgreich. Fangen wir mal an mit der aktuellen Situation beim HBDI. Sie wissen, das Bild hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen. Wir werden mit Beschwerden geradezu zugebombt. Das nennt man dann beim Videoconferencing Zoom-Bombing. Bei uns ist das Beschwerdebombing. Hängt damit zusammen, dass die DSGVO eine große mediale Aufmerksamkeit erzeugt hat und nach wie vor erzeugt. Datenschutz ist in aller Munde. Dadurch kommt es zu einer sehr starken Zunahme von Beschwerden und im Gegensatz zu früher auch zu kontroversen Diskussionen über die Frage, ob die Beschwerde begründet ist oder nicht. Viele Beschwerdeführer sind mittlerweile anwaltlich vertreten. Das war früher nicht der Fall. Die Beschwerden betroffener Personen sind häufig von komplett unzutreffenden und unrealistischen Erwartungen geprägt. Viele glauben, dass die Aufsichtsbehörde so eine Art Überanwalt der Beschäftigten sei und
Das sind wir natürlich nicht. Im Gegenteil, wir versuchen, ähnlich wie die Staatsanwaltschaft, das ja von sich selbst behauptet, eine objektive Behörde zu sein, die versucht, möglichst objektiv alles zu betrachten und eben nicht nur rein die Interessen eines Beschwerdeführers zu vertreten, sondern eben zu schauen, sind die Beschwerden tatsächlich begründet. Aber Beschwerdeführer recherchieren, bevor sie sich bei uns beschweren, häufig umfassend im Internet und sind dann außerordentlich gut informiert. Es gibt wirklich sehr viele hochqualifizierte Beschwerden. Und es gibt viele Kanzleien und Berater, die sich auf das Thema mittlerweile spezialisiert haben. Es gibt viele spezialisierte Kanzleien, also Kanzleien, die sich des Themas Datenschutz bereits angenommen haben. Das sind im Allgemeinen angenehme Gesprächspartner, weil sie selber die Rechtslage schon hinreichend gut kennen. Es gibt aber auch Kanzleien, die gerade noch dabei sind, sich zu spezialisieren und erste Erfahrungen sammeln, nenne ich das mal. Das sind die eher unangenehmen Gesprächspartner, weil sie durch ihre Mandanten getrieben nicht immer die richtige Rechtslage kennen, muss ich auch leider sagen. Es gibt auch qualifizierte Berater, die sich bei uns beschweren oder um Rat fragen, auch angenehme Gesprächspartner. Es gibt aber auch sehr unqualifizierte Berater, die bei uns im Grunde genommen das ganze Wissen abrufen wollen, das man benötigt, um einen Berater selbst abzubilden. Wir haben sehr viele Themen, die innerhalb der EU behandelt werden. Was wird da im Moment aktuell behandelt? Aktuell behandelt werden die Rechtsgrundlagen. Was sind die aktuellen Rechtsgrundlagen für die jeweiligen Verarbeitungssituationen? Das ist nicht immer ganz leicht rauszufinden. Die Anwendung der Rechtsgrundlagen ist ein weiteres Themengebiet. Vor allem die Frage der Interessenabwägung wird immer wieder diskutiert. Und vor allem Rechte betroffener Personen. Das aktuellste Papier, was im Moment unter den Aufsichtsbehörden verteilt wurde, sind die Rechte betroffener Personen zur Wahrnehmung der Selbstauskunftsrechte nach Artikel 15 DSGVO. Soweit die aktuelle Situation bei uns. Die Entwicklung der Rechtsprechung möchte ich Ihnen jetzt nicht in allen Details und Einzelheiten aus den letzten 3 Jahren darlegen. Allerdings ist nach wie vor zu beobachten, dass sich die Rechtsprechung tendenziell eher in Richtung restriktiver Auffassungen entwickelt. Das gilt sowohl für den EDPB, also in Deutschland nennen wir das häufig EDSA, das European Data Protection Board, also the Board der EU, neigt dazu, Auffassungen eher restriktiv zu vertreten. Und es gibt, haben Sie sicher auch schon festgestellt, insbesondere auf Ebene des EuGH eine starke Tendenz zu eher restriktiven Urteilen und Urteilen, die die Rechte der betroffenen Personen stärken. Wenn wir uns da nochmal 4 Urteile habe ich im Grunde mitgebracht. Wenn wir uns da nochmal das Planet 49 Urteil des EuGH anschauen aus dem letzten Jahr, da ging es um das Thema Cookies und um die Frage, ob man da eine aktive Einwilligung braucht. Die aktive Einwilligung war eigentlich von Anfang an klar. Mich hat immer wieder gefragt, warum muss man das eigentlich so lange diskutieren? Der EuGH hat letztlich beschlossen, dass man zum Setzen eines Cookies, das kennen Sie alle durch das Aufruf von Seiten, Sie rufen eine Seite auf, müssen eine Einwilligung erteilen für das Setzen von Cookies auf dem Rechner einer betroffenen Person, eine aktiv erteilte Einwilligung benötigt. Die Voraussetzungen für solche Einwilligungen sind in der DSGVO beschrieben. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Man muss es nur anwenden. Was hat der EuGH gemacht? Er hat es eigentlich nur angewandt. Die Entscheidung war für mich keiner Weise überraschend. Jetzt ist das zurückverwiesen worden natürlich zum BGH. Was hat der BGH gemacht? Ich würde mal sagen, leicht zwanghaft hat der BGH jetzt entschieden, dass das TMG
richtlinienkonform ausgelegt werden muss. Richtlinienkonforme Auslegung, da fragen sich im Moment alle, wie soll das gehen, weil die DSGVO sagt, es muss eine Einwilligung sein, das TMG sagt, es darf kein Widerspruch erfolgt sein. Wie soll das also funktionieren? Eigentlich müsste man sagen, TMG ist an der Stelle unwirksam. Paragraph 15 TMG ist das. Ist eigentlich unwirksam. Was macht der BGH? Er macht es irgendwie zwanghaft und will das unbedingt aufrechterhalten, als wolle er europäisches Recht mit aller Macht nicht akzeptieren und sagt also, das ist ja aktive Einwilligung ist erforderlich. Man hat dann schon irgendwie erkannt, dass man sich dem EuGH nicht so ohne weiteres entgegenstellen kann. Aber die richtlinienkonforme Auslegung bedeutet jetzt eben, eine aktive Einwilligung ist erforderlich. Das zeigt aber so ein bisschen den Widerstreit der Interessen zwischen dem EuGH, der einfach nur den Datenschutz anwendet, so wie er im Gesetz steht, und dem BGH, der sich da noch ein kleines bisschen sträubt. Allerdings zeigt die Entscheidung auch, dass das Sträuben des BGH Grenzen hat, weil der BGH eben jetzt tatsächlich akzeptieren muss, es gibt hier eine Entscheidung, die eine Einwilligung erfordert, und das muss er einfach auch akzeptieren. Das nächste Thema ist das Thema Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO. Wenn Sie sich das anschauen, wird immer wieder diskutiert, wie umfassend ist eigentlich der Auskunftsanspruch ausgestaltet. Da gibt es eine sehr interessante und, wie ich finde, richtige Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln. Das Oberlandesgericht Köln hat letztes Jahr, schon Mitte letzten Jahres, vor fast einem Jahr entschieden, dass der Auskunftsanspruch nach Artikel 15 sehr umfassend ist, dass er auch Gesprächsvermerke umfasst, dass er Telefonvermerke umfasst. Das ist irgendwie so eine Rechtslage, da will sich so der eine oder andere nicht so recht mit abfinden und möchte das irgendwie nicht so ganz akzeptieren, dass man hier nun mal einen umfassenden Auskunftsanspruch hat. Warum? Ja, natürlich, das ist sehr aufwendig, diesen Auskunftsanspruch zu erfüllen, aber aus meiner Sicht ist es einfacher, diesen Auskunftsanspruch zu erfüllen, anstatt lange darüber zu diskutieren, ob man ihn erfüllt. Das macht mindestens genauso viel Arbeit. Dann gibt es ein Urteil des Landgericht Heidelberg. Das wird, wenn man das Thema Auskunftsanspruch und Rechtsprechung googelt, äußerst häufig zitiert. Relativ neu, aus dem Februar diesen Jahres, wird immer wieder zitiert. Warum wird dieses Urteil zitiert? Das Urteil wird deshalb zitiert, weil der Kernsatz des Urteils lautet, der Auskunftsanspruch gilt dann nicht, wenn es einen unverhältnismäßigen Aufwand darstellt. Unverhältnismäßiger Aufwand, das kennen wir alle, es ist eben ein großer Aufwand, so einen Auskunftsanspruch zu erfüllen. Meines Erachtens ist die Entscheidung dieses Gerichts korrekt, weil es sich hier um ein Insolvenzverfahren handelte. Der Insolvenzverwalter hatte die Daten schon längst abgegeben an einen Dritten. Die waren nur noch auf einem Backup verfügbar. Um den Auskunftsanspruch erfüllen zu können, hätte man die Daten wieder zurückholen müssen. Man hätte einen sehr, sehr umfassenden Aufwand gehabt, um die Daten zurückzuholen. Betroffen war außerdem ein ehemaliger Vorstand des Unternehmens, der sicher ganz genau wusste, was er da für Daten selbst im Grunde genommen in die Systeme reingespeichert hat. Es war ja nicht so, dass die ohne sein Wissen gespeichert worden sind. Hier hat das Landgericht Heidelberg meines Erachtens nach eine Einzelfallentscheidung getroffen, die man nicht überbewerten sollte. Ich finde auch, dass das Zitieren dieser Entscheidung ein bisschen intensiv geworden ist im Verhältnis zu der Bedeutung der Entscheidung. Und für mich wirkt das alles so ein bisschen wie das Warten auf den großen Helden, der uns jetzt vor dem unverhältnismäßigen Auskunftsanspruch befreit. Kann ich Ihnen nur sagen, das Warten auf Iron Man wird erfolglos sein. Er wird nicht kommen. Er existiert nur im Marvel-Universum. Und warten Sie nicht auf Iron Man, erfüllen Sie einfach Auskunftsansprüche. Kommen wir zum Werkstattbericht Datenschutzaufsicht. Fangen wir mal an mit aktuellen Themenschwerpunkten. Da muss man unterscheiden, meines Erachtens nach, zwischen aktuellen Themenschwerpunkten innerhalb Deutschlands und aktuellen Themenschwerpunkten innerhalb Europas. Ich kann Ihnen nur sagen, Datenschutz ist ein europäisches Thema geworden. Eigentlich habe ich noch eine Unterlage vergessen. Was ich jetzt hochhalten wollte, ist das Buch, das ich gerade lese. Was lese ich gerade? Ich lese gerade ein
ein Kinderbuch, das heißt Gangster Granny und das ist auf Englisch. Warum lese ich ein englisches Kinderbuch? Weil ich denke, in einer deutschen Behörde hat man mit der englischen Sprache nicht so viel zu tun. Ich muss mein Englisch ein bisschen aufbessern. Also lese ich mal ein Kinderbuch, das ist relativ einfach. Aber an der englischen Sprache kommt man nicht vorbei und genauso wenig werden Sie an europäischem Datenschutz vorbeikommen, weil Europa ist das Recht, das Datenschutz gemacht hat und man muss es insgesamt europäisch betrachten. Sie müssen deswegen kein Kinderbuch in englischer Sprache lesen, aber Sie müssen auf jeden Fall das Datenschutzrecht europäisch betrachten. Eine rein deutsche Betrachtungsweise, wie sie der BGH gerne vornimmt, führt ins Abseits. Aber schauen wir uns mal die Themen an, die uns im Moment beschäftigen. Uns beschäftigt, wen wundert es, das Thema Corona. Ich bin mit dem Dr. Hornung zusammen hierher gefahren. Wir saßen alleine im Zug. Der Zug war also zu einem Viertel vielleicht gebucht. Wir waren im Hotel, das hat 481 Betten. Ich habe es nochmal gegoogelt, davon waren 20 belegt. Das ist schon eine sehr heftige Einschränkung und die führt natürlich auch dazu, dass bei uns entsprechend das Thema behandelt wird. Wir haben das Thema vor allem in zwei Bereichen gesehen im Moment, bei Beschäftigten und bei Kunden. Das eine ist Fiebermessen bei Beschäftigten, also am Werkstor, am Eingang misst man Fieber und schaut, ob man da jemanden hat, der möglicherweise Fieber hat. Wir sind der Auffassung, glaube ich, mehrheitlich in den Aufsichtsbehörden, dass das Fiebermessen von Beschäftigten unzulässig ist, weil wir erstens nicht erkennen können, dass es in irgendeiner Weise zur Gesundheitsvorsorge ernsthaft beiträgt. Das RKI vertritt auch die Meinung, dass es keinen Sinn macht, Fieber zu messen. Erstens haben Leute, die Corona haben, nicht immer Fieber, sondern eher selten Fieber. Und zweitens haben Personen, die Fieber haben, nicht immer Corona. Da es hier keinen so richtigen Zusammenhang gibt, halten wir es auch für unzulässig, Fieber zu messen. Das Gleiche gilt im Grunde bei Kunden. Da geht es auch darum, wenn der Kunde in den Laden kommt, möchte man gerne Fieber messen. Ob das jetzt wirklich eine Gesundheitsmaßnahme oder eher eine Marketingmaßnahme ist, mag jeder für sich selber beurteilen. Aus meiner Sicht macht es aber keinen Sinn, weil das Fiebermessen gleich wie bei dem Beschäftigten nicht dazu beiträgt, in irgendeiner Form Gesundheitsvorsorge zu betreiben. Allerdings haben wir hier gesagt, dass die Fiebermessung mit einem Fieberthermometer, das nur einen Messwert erfasst, der Datenschutzgrundverordnung gar nicht erst unterliegt. Deswegen haben wir das auch nicht für unzulässig gehalten. Wir haben dann weiter das Thema der Erfassung von Kontaktdaten. Wenn Sie in ein Restaurant gehen, werden ja Ihre Daten erfasst. Oder wenn Sie zum Friseur gehen und sich die Haare schneiden lassen, werden Ihre Daten erfasst. Da gibt es zwei unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Die Rechtsgrundlage bei den Gaststätten ist zumindest in Hessen. Das ist allerdings auch nicht bundeseinheitlich, sondern jeweils landesrechtlich geregelt. Eine spezielle landesrechtliche Regelung in Hessen, in Nordrhein-Westfalen. Ebenfalls gibt es auch eine landesrechtliche Regelung, die gibt es aber nicht überall. Die dient als Rechtsgrundlage für die Erfassung der Daten. Bei den Friseuren haben wir gesagt, es gibt keine Rechtsgrundlage im Landesrecht. Da gibt es eine Anweisung oder Empfehlung, strenge Empfehlung kann man das vielleicht nennen, der Berufsgenossenschaft. Da haben wir es auch für zulässig gehalten, die Kontaktdaten zu erfassen, weil es irgendwie dann doch der Gesundheitsvorsorge dient. Allerdings muss das datenschutzgerecht umgesetzt werden. Was wir allgemein nicht akzeptieren, sind Listen, die an Tischen herumgereicht werden. Was wir nicht akzeptieren, sind Listen, die am Counter ausliegen und die sich jeder selber eintragen kann, sodass man dann schauen kann, wer war denn vorher schon da und vielleicht nachher nochmal, wer ist denn gleichzeitig mit mir da. Das sollte nicht der Fall sein. Da muss man eben für jeden Gast ein eigenes Blatt verwenden. Es gibt mittlerweile auch Apps, die sowas unterstützen. Die müssen aber dann so ausgestaltet sein, dass es eine reine Auftragsdatenverarbeitung ist. Vor allem muss ausgeschlossen sein, dass der App-Anbieter die Daten zu eigenen Zwecken verwendet. Was haben wir noch? Ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, ist Microsoft Windows 10, Office 365. Das ist immer mal wieder durch die Medien gegangen.
Was sind da die Hauptthemen? Die Hauptthemen sind, die Daten werden zum Teil auf US-Servern gespeichert. Es werden Diagnosedaten erhoben. Die Diagnosedaten werden zu Zwecken von Microsoft selbst verwendet. Sie werden eben nicht zu den Zwecken des Nutzers verwendet, sondern sie werden zu Zwecken von Microsoft verwendet, um die Applikation weiterzuentwickeln, sicherer zu machen und den Betrieb sicherzustellen. Insofern ist das kein reiner Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mehr. Es könnte gemeinsame Verantwortung sein, weil eben hier der Zusatzzweck von Microsoft drin ist, oder es könnte eine gemischte Nutzung sein, aber das würde ich jetzt persönlich nicht zu intensiv trennen. Die Diskussion findet statt, ob man der jetzt so unbedingt folgen muss, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Windows 10 oder Microsoft 365 aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht betreiben kann. Der Betrieb sollte in jedem Falle möglich sein. Die Vorwürfe sind aus meiner Sicht nicht so besonders schwerwiegend. Das nächste Thema sind die Videokonferenzsysteme. Das nutzen Sie alle selbst vermutlich nicht in der Weise, wie wir das hier gerade machen, mit so einer Vortragsveranstaltung, sondern indem Sie Videokonferenzen durchführen. Die aktuell genutzten Systeme sind vor allem, denke ich, Zoom, Teams und Skype. Das Thema ist insgesamt relativ ungeklärt. Es ist in datenschutzrechtlicher Hinsicht ein extrem technisches Thema. Es gibt dazu ein Papier des BSI. Wen das interessiert, der mag das runterladen. Ich habe das runtergeladen, habe da mal reingeguckt und dann für mich beschlossen, okay, du bist technikaffin, habe ich mir gedacht, aber das musst du dir jetzt wirklich nicht antun. Ich glaube, das Papier hat über 30 Seiten und ist wirklich sehr technisch dargestellt. Schauen Sie sich's an. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich hilft. Was sind die, also jedenfalls nicht uns als Datenschützer, die wir das Thema einfach mal im Vorbeigehen betrachten wollen? Was sind die typischen Probleme, die in Videokonferenzsystemen immer wieder genannt werden? Die typischen Probleme sind die fehlende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Es ist die fehlende Transparenz über die Verschlüsselung. Zoom wird immer wieder vorgeworfen, dass die Verschlüsselung bei Nutzung von Webclients aufgehoben wird, und zwar für alle Teilnehmer, dann findet keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr statt. Theoretisch wäre es möglich, dann solche Meetings abzufangen. Ich weiß jetzt nicht, ob man bei der Anzahl der Nutzungen von Zoom aktuell pro Tag, pro Stunde, pro Minute wirklich jemanden findet, der versucht, ein konkretes Meeting zu hacken. Bisher gibt es da auch keine Berichte dazu. Ist aus meiner Sicht auch ein sehr theoretisches Thema. Also es gibt die theoretische Möglichkeit, dass man dieses Meeting angreift, aber in freier Wildbahn ist so ein Angriff noch nicht beobachtet worden. Es sind die Server außerhalb der EU, da gibt es eben Weiterleitungen von Daten unverschlüsselt über Server im Ausland. Da kann man mal drüber nachdenken, ob das wirklich ein Thema ist, das man vielleicht beseitigen sollte aus Sicht der Anbieter. Es ist aber auch das Einloggen ohne Passwort, das nennt man Zoom-Bombing. Sie können einfach irgendwie ein zufälliges Passwort und eine zufällige Videokonferenz von Zoom aufrufen, können sich da einloggen, können zuschauen, zuhören. Das ist natürlich ein echtes Problem, aber das kann man leicht verhindern, indem man Zoom-Meetings nur mit Passwort durchführt. Es geht um die Weiterleitung von Daten an Dritten, vor allem an Facebook. Das wird sicherlich noch behoben werden. Natürlich ist das Geschäftsmodell von Zoom irgendwie kostenlos und da vermutet man, man möchte natürlich die Daten zu eigenen Zwecken, vor allem für Werbezwecke verwenden. Die Vermutung wird sicher nicht unbegründet sein. Das ist einer der Hauptgründe, denke ich, warum man die Zoom-Nutzung in Frage stellen kann. Es geht aber natürlich auch um eine hohe Update-Frequenz der Systeme, weil diese Systeme eben in so hoher Frequenz abgedatet werden, dass keine Aufsichtsbehörde in der Lage ist, ein solches System zu prüfen und zu sagen, genau dieses System halten wir jetzt für sicher, weil bis das Prüfen fertig ist, ist schon die 10. Version danach auf dem Markt. Deswegen wird man da nie eine Sicherheit bekommen, dass ein solches System funktioniert
oder eben nicht. Und es sind auch manchmal sehr ungeschickte Formulierungen in Datenschutzbedingungen, wie beispielsweise die Übertragung von Rechten zur Durchführung des Services, die fehlende Vereinbarung von Auftragsdatenverarbeitungsverträgen, die dann dazu führen, dass solche Systeme für unzulässig gehalten werden. Man wirft gerade auch Zoom vor, dass es grundsätzliche Designfehler gibt im Design der gesamten Anwendung, die dazu führen werden, dass man die datenschutzrechtlichen Probleme und die Datensicherheitsprobleme vor allem gar nicht beseitigen kann und eben das verdächtige Geschäftsmodell, das hatte ich bereits erwähnt. Weiteres Thema ist Google, Google Analytics, Google Street View. Street View nicht so sehr, da geht es immer mal wieder um den Vorabwiderspruch, aber vor allem Google Analytics. Hier geht es um die fehlende Transparenz und die Darstellung der Zwecke. Google Analytics wird im Moment von allen Aufsichtsbehörden nur mit einer Einwilligung für zulässig gehalten. Das heißt, zum Einsatz von Google Analytics brauchen Sie zum datenschutzgerechten Einsatz eine komplett informierte Einwilligung, die natürlich auch die Themen umfasst, die letztlich dann bei Google verarbeitet werden. Das wird aber nicht ganz so streng gesehen, dass man die gesamten Verarbeitungszwecke von Google noch mit aufführen muss, weil sie es ansonsten gar nicht schaffen können, eine solche Einwilligungserklärung vernünftig darzustellen. Aber Einwilligungen brauchen Sie in jedem Fall. Nächstes Thema ist die E-Mail-Verschlüsselung. Hier hat sich, denke ich, die Meinung der Aufsichtsbehörden so ein bisschen den Realitäten angeglichen. Ich kann mich noch sehr gut an Zeiten erinnern, in denen man es allgemein für unzulässig gehalten hat, überhaupt vertrauliche Daten über E-Mail auszutauschen. Der Kontakt mit Anwälten und den Austausch von Informationen zum Mandatsverhältnis mit Anwälten über E-Mail wurde im Allgemeinen für unzulässig angesehen, aber Mandanten wollten eben mit ihren Anwälten dann doch irgendwie per E-Mail kommunizieren und nicht nur schriftlich. Und da hat sich, glaube ich, dann eben einfach die Meinung durch Fakten überholt. Mittlerweile ist die Kommunikation per E-Mail Standard, deswegen gibt es mittlerweile auch ein Papier von der DK, von der Datenschutzkonferenz, in der sie festgestellt hat, dass TLS-Verschlüsselung, also die Transportverschlüsselung, nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, für die Nutzung von E-Mail-Systemen grundsätzlich ausreichend ist, wenn keine besondere Vertraulichkeit für die versendeten Daten erforderlich ist. Nur dann, wenn die gesendeten Daten einer ganz besonders hohen Vertraulichkeitsstufe unterliegen, dann sollte man nicht nur die Transport-, sondern die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzen. Oder wenn ein Teilnehmer die Verschlüsselung ablehnt, wenn ein Teilnehmer sagt, nein, ich oder die Versendung per E-Mail nur per TLS ablehnt, so ist es richtig, dann muss man das ändern. Da kann ich nur sagen, machen Sie es einfach. Wenn es keiner will, lassen Sie es sein. Ansonsten kann man typischerweise TLS-verschlüsselte E-Mails versenden. Was sind typische Beschwerdefälle? Typische Beschwerdefälle sind diese: Umfang der Datenerhebung, unvollständige Auskünfte, Verweigerung von Auskünften, Löschung von Daten, Gesprächsaufzeichnung, Ausweiskopien, unberechtigter Zugriff und Speicherdauer. Ich fange mal an mit dem Umfang der Datenerhebung. Ist immer wieder bei Banken gerne genommen. Da gilt der Grundsatz der Erforderlichkeit. Was man braucht, darf man erheben. Was man nicht braucht, darf man nicht erheben. Man wird die Identität sicherlich prüfen müssen von Personen, die mit einem versuchen, Geschäfte zu machen. Das ist in jedem Falle erlaubt. Wo sich die Geister immer scheiden, sind bei den Kontaktdaten, wenn Sie mehrere Telefonnummern als Pflichtfelder erheben, wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen erheben oder überhaupt eine E-Mail-Adresse als Pflichtfeld vorsehen, dann kriegen wir immer Beschwerden. Das braucht man doch gar nicht. Ich will nicht per E-Mail kommunizieren. Ich habe keine E-Mail. Ich will eigentlich den Kontakt per E-Mail gar nicht, schon gar nicht mit meinem Kreditinstitut. Da muss man dann eben zurückstecken und sich auf die Kontaktdaten beschränken, die tatsächlich erforderlich ist. Typischerweise ist das eben eine Telefonnummer und die Adresse.
Wir haben immer wieder unvollständige Auskünfte zu behandeln. Hier gilt immer noch, es gibt den Erwägungsgrund 63 in der DSGVO, die Konkretisierungspflicht desjenigen, der die Auskunft verlangt. Wenn man umfangreiche Daten verarbeitet, darf man ihn fragen, welche genau er denn sehen möchte. Wenn er aber dann natürlich sagt, er möchte alle, dann muss man eben auch alle liefern. Die Konkretisierungspflicht besteht zwar, aber wenn man konkretisiert auf alles, dann gilt eben alles. Und da muss man eben entsprechend Auskunft erteilen. Anträge sind aber natürlich auch auslegungsfähig. Das heißt, ich kann erstmal überlegen, was ist denn das, was jemand typischerweise von mir als Auskunft verlangt. Im Fall der Schufa ist das zum Beispiel die Bonitätsauskunft. Wenn ich bei der Schufa eine Selbstauskunft stelle, dann beschränkt sich das normalerweise auf die Daten, die zu Bonitätsauskunftszwecken bei der Schufa in der Produktivdatenbank gespeichert sind und keine anderen. Und dann darf ich eben auch nur über die Auskunft erteilen. Das Gleiche gilt natürlich bei allen anderen, die Auskünfte erteilen. Man darf sich darauf beschränken, was jemand vermutlich wissen möchte und dann nachliefern, wenn er eine weitere Nachfrage stellt. Im Zweifel sind aber eben auch Gesprächsvermerke und E-Mails komplett auskunftspflichtig. Es kommt immer wieder zur Verweigerung von Auskünften, Anforderungen von Personalausweisen. Ich mache es mal ein bisschen kürzer. Was wir immer wieder sehen ist, wenn jemand keine Auskunft erteilen will, dann versucht er das zu umgehen, indem er den Personalausweis anfordert von jemandem. Lassen Sie es sein. Also machen Sie es dann, wenn Sie wirklich ein Problem haben, den zu identifizieren. Wenn Sie ihn identifizieren können, dann machen Sie es, und wenn Sie ihn nicht identifizieren können, dann lassen Sie es sein und dann fordern Sie an, aber fordern Sie keinen Ausweis an, um zu vermeiden, dass Sie eine Auskunft erteilen müssen. Es geht immer wieder um Löschung von Daten. Wir haben ganz viele Beschwerden, bei denen die Löschung von Accounts oder die Löschung von Antragsunterlagen verlangt wird. Da kann ich nur sagen, die Löschung von Accounts oder die Löschung von Antragsunterlagen ist typischerweise nicht geschuldet. Da gibt es Aufbewahrungspflichten. Sie dürfen diese Antragsunterlagen weiterführen. Sie dürfen auch Accounts weiterführen. Sie müssen die nicht komplett löschen. Solange sie aufbewahrungspflichtig sind, besteht keine Verpflichtung zur Löschung. Es geht immer wieder um Gesprächsaufzeichnung. Achten Sie darauf, dass der Ansagetext vernünftig ist, dass im Ansagetext auf die Gesprächsaufzeichnung hingewiesen wird. Wo wir immer unterscheiden, ist zwischen Online-Handel, also dann, wenn Sie Geschäfte tätigen am Telefon, dann kann man berechtigt sein, eine Aufzeichnung durchzuführen, auch dann, wenn eine Einwilligung nicht vorliegt. Wenn es aber nur um Auskünfte geht, ist eine Aufzeichnung typischerweise nur mit Einwilligung möglich. Es geht immer wieder auch um Ausweiskopien, wenn Ausweiskopien angefordert werden. Das betrifft vor allem die Kreditinstitute, da haben wir immer mal wieder Beschwerden. Kreditinstitute müssen ja zur Dokumentation einer erfolgten Identitätsprüfung Ausweiskopien aufbewahren. Eine Identitätsprüfung besteht nicht darin, dass man die Kopie eines Ausweises anfordert und ablegt. Eine Identitätsprüfung besteht darin, dass ich jemand anhand seines Ausweises identifiziere und dann die Identifizierung dokumentiere, indem ich eine Kopie des Ausweises speichere. Aber ich kann nicht eine Kopie des Ausweises speichern, um eine nicht erfolgte Identifizierung zu dokumentieren. Das lassen wir typischerweise nicht zu. Das überspringe ich jetzt gerade mal. Unberechtigter Zugriff haben wir immer mal wieder. Ich kann nur sagen, also die Nutzung von Kundendaten zu Schulungszwecken ist unzulässig, genauso wie die Nutzung von Echtdaten zu Testzwecken. Lassen Sie es einfach bleiben. Bei der Speicherdauer gilt auch etwas, das ist wieder wie mit den Weihnachtsgeschenken zu Anfang, das wissen Sie mit Sicherheit und ich erzähle Ihnen nichts Neues. Es gibt rechtliche Aufbewahrungspflichten, insbesondere aus dem HGB. Es gibt Anforderungen der Aufsicht, auch der Kreditwirtschaft, zum Beispiel der BaFin, die Sie dazu auffordert, Dinge aufzubewahren. Solange eine rechtliche Aufbewahrungspflicht besteht, dürfen die Daten auch aufgehoben werden, müssen nicht vernichtet werden. Ab dem Moment, wo man die Komfortzone betritt,
und Daten aufbewahrt, weil das nochmal nützlich sein könnte. Kommen wir aber in den Bereich, in dem die Aufbewahrung unzulässig wird und die Daten zu löschen sind. So, jetzt bin ich tatsächlich durch mit den Themen aus dem Werkstattbericht und komme jetzt zu einem Thema, das vielleicht spannender ist, nämlich die Strategien zum Umgang mit der Aufsichtsbehörde. Wie gehe ich eigentlich mit der Aufsichtsbehörde richtigerweise um? Da gibt es zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist die, ich rede mit denen über das, was ich vorhabe und versuche, eine Einigung zu erzielen. Oder ich versuche, wie so ein Stealth-Bomber unter dem Radar zu fliegen und nicht beachtet zu werden. Beide Strategien sind möglich. Ja, oder ich versuche, ein, sagen wir mal, eher partnerschaftliches Verhältnis zur Aufsichtsbehörde zu finden, oder ich versuche, eine Kraftprobe durchzuführen. Alle vier Strategien werde ich hier mal ganz kurz beleuchten. Also die Strategie Stealth-Bomber, die ist durchaus möglich. Offen gestanden muss man sagen, dass diese Strategie durchaus gar keine schlechten Erfolgsaussichten hat, weil die Wahrscheinlichkeit, mit Datenschutzverstößen oder Prozessen, die nicht datenschutzkonform sind, tatsächlich aufzufliegen, sage ich jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so besonders hoch. Allerdings erleben wir immer wieder, dass durch Beschwerden, die teilweise wirklich sehr, sehr geschickt ausgedacht sind, diese Beschwerden, dass durch diese Beschwerden solche Mängel in den internen Prozessen dann nach oben gespült werden. Und wenn Sie diese Strategie gefahren haben und dann feststellen, dass durch die Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde dieser Prozess dann doch diskussionsfähig wird, dann wird die Anpassung dieser Prozesse extrem aufwendig. Diese Prozesse sind eingespielt und wenn Sie die dann später wieder ändern wollen, dann haben Sie einen Riesenaufwand. Also da müssen Sie sich sehr gut überlegen, ob die Strategie wirklich eine ist, die Sie dauerhaft fahren können und fahren wollen. Und Sie werden dann auf eine Aufsichtsbehörde stoßen, die deutlich weniger kompromissbereit ist, als wenn Sie diese Strategie vorher mit ihr abgestimmt hätten. Die zweite Variante ist, ich stimme alles mit der Aufsichtsbehörde ab. Ich muss ehrlich zugeben, dass diese Strategie, die von mir eigentlich bevorzugte ist, aber sie hat auch Nachteile, weil Sie müssen immer sehen, dass eine solche Strategie immer sehr, sehr lange Bearbeitungszeiten beinhalten kann. Also wenn Sie da mit irgendeinem Thema kommen, das neu ist für uns, kann es durchaus sein, dass es nicht nur ein paar Monate dauert, sondern ein paar viele Monate dauert, bis wir uns da eine Meinung gebildet haben. Da fragt man nochmal in den Arbeitskreis, da fragt man nochmal die Kollegen. Und je mehr Leute man fragt, desto schwieriger wird es, sich eine Meinung zu bilden. Also es kann lange dauern. Und das Ergebnis ist nicht immer klar. Also es kann nicht immer sein, dass Sie am Ende des Tages ein wirklich sicheres Ergebnis bekommen. Das passiert nicht immer. Dessen muss man sich klar sein. Dann sind Sie also am Anfang genau da, wo Sie eigentlich, am Ende da, wo Sie eigentlich nicht enden wollen. Allerdings, Sie kommen dann insgesamt in ein sichereres Umfeld, insbesondere beim Föderalismus muss man beachten, dass unterschiedliche Aufsichtsbehörden auch unterschiedliche Meinungen haben können. Und wenn Sie zumindest mal mit einer Aufsichtsbehörde eine Meinung abgestimmt haben, egal bis zu welchem Punkt, und die Gespräche dokumentiert haben, können Sie sich Ihrer Sache wesentlich sicherer sein, als wenn Sie das nie gemacht haben. Die Kraftprobe ist ein ungleicher Kampf, kann ich Ihnen gleich sagen. Also ich mache das jetzt seit 8 Jahren und ich habe so eine Kraftprobe noch nie verloren. Und es wird auch nicht passieren. Unsere Möglichkeiten sind einfach so exorbitant besser als die, die Sie haben uns gegenüber, dass das ein ungleicher Kampf ist. Sie haben immer das Risiko des Reputationsverlustes. Es ist nicht die Situation mit dem Kunden, mit dem Sie sich auch mal zurückziehen können, sondern Sie müssen hier tatsächlich damit rechnen, zu unterliegen. Man kann es allerdings machen. Der eigene Standpunkt sollte möglichst durch eine gut fundierte Legal Opinion dargestellt sein und belegt sein. Und man muss sich aber im Klaren darüber sein, dass ein solcher Streit durchaus nicht ganz billig ist.
Die Zusammenarbeit, die Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde beinhaltet tatsächlich die Gefahr langer Bearbeitungszeiten. Das ist tatsächlich so. Wenn Sie alles abstimmen mit der Aufsichtsbehörde, kann es sehr lange dauern. Es kann die Gefahr beinhalten, dass Sie Kompromisse eingehen müssen, die Sie eigentlich gar nicht eingehen wollten, nur um das Ergebnis zu produzieren, dass Sie oder überhaupt irgendein Ergebnis zu produzieren. Sie verlieren so ein bisschen die eigene Kontrolle und der Wechsel der Strategie im weiteren Verlauf dürfte durchaus schwierig sein. Was ist die richtige Strategie? Die richtige Strategie aus meiner Sicht ist, wenn Sie sich für ein kooperatives Vorgehen entscheiden, definieren Sie Ihren Standpunkt, lassen Sie sich gut beraten, am besten durch jemanden, der ein bisschen Erfahrung mitbringt auf dem Gebiet und nicht jemanden, der das gerade zum ersten Mal macht. Vertreten Sie keine unrealistischen Standpunkte. Mit solchen werden Sie nichts weiter erreichen, als die Leute, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen, zu verärgern. Stimmen Sie sich vorher ab. Versuchen Sie, bevor Sie ins kooperative Verfahren gehen, erstmal vorab zu klären, wie ist denn die grundsätzliche Meinung der Aufsichtsbehörde. Wenn Sie von vornherein schon erkennen, da komme ich zu keinem Ergebnis, da gibt es noch keine klare Meinung in der Aufsicht, vielleicht auch nicht unter den Behörden in den Arbeitskreisen, dann überlegen Sie sich's nochmal. Arbeiten Sie Ihren Standpunkt detailliert aus und stimmen Sie ihn dann, wenn er abgestimmt ist, ab. Beim nicht kooperativen Vorgehen kann ich nur sagen, arbeiten Sie Ihren Standpunkt viel detaillierter aus als beim kooperativen Vorgehen. Lassen Sie sich ein Rechtsgutachten machen. Berücksichtigen Sie nur Standpunkte, die tatsächlich vertretbar sind. Unvertretbare Standpunkte sollten Sie lieber aus einem solchen Gutachten rauslassen. Offene Flanken hat niemand gerne in seinen Gutachten. Lassen Sie es einfach weg. Und wenn Sie es umsetzen, machen Sie es vorsichtig. Und halten Sie einen Plan B bereit für den Fall, dass das nicht so klappt, wie Sie sich das vorgestellt haben. So, jetzt bin ich fertig und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir stehen, glaube ich, jetzt bereit für Fragen. Ja, Herr Kaiser, dann erstmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Das war ein toller Werkstattbericht. Ich glaube, das sind Themen, die alle unsere Mandanten beschäftigen, treffen. Wir haben eine Vielzahl von Fragen. Ich glaube, die können wir heute nicht alle klären. Was ich vielleicht noch mal kurz mitgeben möchte, ist das kooperative Vorgehen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, auch noch mal den Teilnehmern der Veranstaltung zu sagen. Konfrontativ bringt nirgends zum Leben. Man muss immer eine Lösung finden und vernünftige Rechtsstandpunkte vertreten. Wir sehen aber auch manchmal, springt auch der ein oder andere Referatsleiter etwas zu kurz bei der Aufsicht und das mal den Mut auch haben, mal dagegen zu halten. Herr Kaiser, da ermutigen Sie bitte unsere Mandanten, dass man nicht gleich irgendwie klein beigibt, wenn man sieht, da ist vielleicht doch eine aktuelle Position oder eine Rechtsprechung irgendwie nicht berücksichtigt worden. Nikolai. Ja, vielleicht doch eine Frage bzw. ein Satz des Tages haben wir heute schon von Ihnen. Warten Sie nicht auf Ironman, erfüllen Sie einfach Auskunftsansprüche. Und dazu dann auch eine Frage oder Anmerkung zu Ankunftsaussprüchen. In der Praxis, im Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, bei E-Mail-Korrespondenzen, können Sie dazu irgendwas? Ja, also berücksichtigen Sie bitte, dass im Rahmen eines solchen Vortrags nicht jede Detailfrage natürlich behandelt werden kann. Hier wird die Frage gestellt, dass im Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer die gesamte E-Mail-Korrespondenz offenzulegen nicht zu bewältigen ist. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das wäre tatsächlich praxisfern. Das ist aber auch nicht eine Meinung, die ich vertreten habe. Das ist natürlich
durch die Vereinfachung im Vortrag vielleicht so entstanden, ist aber nicht korrekt. Also korrekt ist vielmehr, im Kundenverhältnis gibt es E-Mails, im Kundenverhältnis gibt es auch Vermerke zur Darstellung des Kundenverhältnisses, die gehören in einem Auskunftsanspruch mit dazu. Ob die E-Mails, die ein Mitarbeiter in den letzten 25 Jahren seiner Tätigkeit im Unternehmen verschickt hat und alle Verträge, auf denen er mal irgendwann seinen Namen draufgesetzt hat, dem Auskunftsanspruch unterliegen, ist eine ganz andere Frage. Die würde ich auch so nicht bejahen. Insofern fühle ich mich dadurch praxisfern gar nicht getroffen. Ich vertrete bei den Auskunftsansprüchen im Verhältnis Arbeitnehmer, Arbeitgeber immer die Auffassung, dem Auskunftsanspruch unterliegt all das, was in einer Personalakte gespeichert sein sollte, nicht ist, sondern sein sollte. Das ist natürlich manchmal deutlich mehr als das, was drin ist. Aber es ist mit Sicherheit nicht der gesamte E-Mail-Korrespondenzverkehr aus den letzten 25 Jahren, weil diese Daten eben nicht personenbezogen, die mögen irgendwie personenbezogen sein, aber die werden nicht personenbezogen zur Person des Arbeitnehmers gespeichert. Meines Erachtens nach unterliegen die tatsächlich nicht dem Auskunftsanspruch. Gut, vielen Dank schon mal hierfür. Wir hatten noch ein paar Fragen zu Videokonferenz-Tools und zur Corona-App. Da würden wir Sie aber gerne einerseits auf unseren Workshop später verweisen und auch Herr Will wird dann noch zur Corona-App was sagen. Ich darf mich schon mal herzlich bei Ihnen bedanken. Schön, gerne, dass Sie da waren. Ja, Herr Kaiser, wir hätten noch als kleines Dankeschön, sonst gibt es ja bei uns in der Villa Kennedy immer den obligatorischen Wein. Dieses Jahr haben sich die jüngeren Kolleginnen und Kollegen gesagt, das ist zu langweilig. Wir haben uns jetzt für ein Jahreslos der Aktion Mensch entschieden, dass wir gerne, wir haben Ihnen eine Option gegeben, wo Sie das gerne stiften möchten. Und Sie, Herr Kaiser, hatten sich für die Wikimedia Foundation entschieden. Da kann man bis zu 1 Million Euro gewinnen. Das würden wir gerne in Ihrem Sinne einsetzen und sehr würden gerne, dieses Los Dank. Für die Wikimedia Foundation, finde ich, eine tolle Idee unserer tollen jungen Mitarbeiter. Also verzichte ich gerne mal auf den Wein und haben dann ein neues Los und hiermit gerne überreicht. Nochmal ganz herzlichen Dank, super, dass Sie hier vor Ort live dabei waren. Der Bericht hat, glaube ich, extrem viel Offenheit gebracht und auch mal aus der Aufsicht die Praxisentscheidung gezeigt, was notwendig ist. Dafür nochmal von unserer Seite ganz herzlichen Dank. Gerne. Vielen Dank. Genau, auch noch eine Frage, die aufgekommen ist. Die Handouts gibt es auch im Nachgang von uns per E-Mail. Und in diesen Vorträgen hier sehen wir Sie auch nicht auf der Kamera. Das ist jetzt in den Workshops anders, zu denen wir jetzt überleiten wollen. Und zwar haben wir eingangs schon erwähnt, dass für den Workshop Sie jetzt auf den Link in der Agenda klicken müssen. Die Workshops beginnen dann pünktlich um 11 Uhr. Natürlich laufen die über Microsoft Teams nur auf Servern in der EU. Sie können das dann entweder über den Browser oder über die App, die Sie vielleicht schon installiert haben. Die Workshops dauern circa 45 Minuten und danach geht es für uns alle in die wohlverdiente Mittagspause. Danach wird sie wieder an meiner Stelle um 14 Uhr Yvonne begrüßen. Genau, ich sehe, wir haben sogar noch etwas Zeit. Da haben wir auch noch die Möglichkeit, vielleicht ein Voting-Ergebnis zu besprechen. Das haben wir vor uns hier schon liegen. Ich habe das Gefühl, in Deutschland wird das Datenschutzrecht strenger ausgelegt als in anderen Mitgliedstaaten der EU. 61 sagen ja, 33 nein. Herr Kaiser? Also ich würde sagen nein. Also ich hatte ja vorhin ein bisschen was über das Thema Microsoft 365 erzählt, auch über Windows 10 und Videokonferenzen. Und berücksichtigen muss man die strenge Meinung bezüglich Videokonferenzen. Die wurde getriggert durch ein Gutachten der niederländischen Aufsicht. Das wurde nicht getriggert durch ein Gutachten der deutschen Aufsicht. Es mag so sein, dass in Deutschland aufgrund der föderalen Struktur insgesamt viel mehr Personen damit beschäftigt sind, sich mit dem Thema Datenschutz zu befassen. Aber man muss einfach klar sehen,
also viele Jäger sind des Hasen tot. Ja? Also wenn Sie 800 Leute haben, die sich mit Datenschutz beschäftigen, da findet mit Sicherheit einer davon irgendwo eine Lücke, bei der irgendwas nicht ganz hundertprozentig stimmt. Wenn Sie ein anderes Land betrachten, da sind es einfach weniger. Einfach deshalb, weil es weniger sind, finden die weniger Lücken. Das mag so sein. Aber wenn ich mich erinnere an Gespräche auf EU-Ebene in den Arbeitskreisen der EU, da ist es mit Sicherheit so, dass genau Deutschland eben nicht die härteste Meinung vertritt, sondern das Gegenteil. Gegenteil ist der Fall. Deutschland vertritt eigentlich immer die Auffassung, man sollte eher etwas liberaler, eher etwas wirtschaftsfreundlicher vorgehen. Und wir können uns aber gegen andere Aufsichtsbehörden innerhalb der EU in den Arbeitskreisen der Regel nicht durchsetzen, weil die einfach mehr sind und weil die einfach eine strengere Auffassung haben. Das entspricht auch der Wahrnehmung der Rechtsprechung der EU, das entspricht auch der Wahrnehmung des Boards. Auch das Board hat strengere Auffassungen, sieht den Datenschutz viel formaler und viel enger als üblicherweise die deutschen Aufsichten. Also ich würde das nicht so sehen. Ja, im Gegenteil. Herr Kaiser, was wir auch in der Praxis ja sehen, dass gerade die Bußgeldtatbestände außerhalb Deutschlands erheblich höher sind als in Deutschland. Ja, da sind wir deutlich moderater, was die deutschen Aufsichtsbehörden verhängen. Wenn ich an England denke, wenn ich an Frankreich denke und auch in Osteuropa, deutlich höhere Bußgeldtatbestände als in Deutschland. Gerade die KNIL ist mit Bußgeldern sehr gut dabei, ja. Ja. Also da sind wir eher hinten. Gut, dann vielen Dank. Wir leiten jetzt wirklich auch über zu den Workshops. Klicken Sie bitte jetzt den Link an und bis später.